wir sind jetzt, es geht schon los. Okay? Gut. Hallo und grüße euch zu meiner 12. Folge von Sissi will Wolle. Hier aus dem wunderschönen Wien. Mein Name ist Sissi und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, zum ersten Mal oder wieder vorbeischaut, zu meinem Strick-Podcast, wo ich eben über mein Gestricke, mein liebstes, also momentan liebstes Hobby spreche und über Wolle. Wie der Name schon sagt. Ja. Es wird heute wahrscheinlich eine ausführlichere Folge werden, da ich jetzt länger nicht aufgenommen habe, weil ein bisschen mehr Zeit vergangen ist, aber trotzdem alle 2 Wochen gepostet wird. Es funktioniert eigentlich ganz gut. Und vor allem wird sie wahrscheinlich deshalb länger, weil ich ja beim Leipziger Wolle- und Stoff, Wollfest und Stoffmesse war und ein bisschen Wolle mitgebracht habe. Nur ganz, ganz wenig. Nachher war ich auch noch in Schottland und da habe ich vielleicht auch noch ein bisschen Wolle gefunden und eingekauft. Und deswegen werde ich wahrscheinlich einmal mit dem starten. Für jene, die eher das Gestricke sehen wollen und weniger die ganze Wolle, die ich heute herzeige, kein Problem, dann rutscht es einfach sozusagen ein paar Minuten vor. Ich werde versuchen einzublenden, wann ich dann über mein Gestricke spreche und weniger über die ganze Wolle, die ich eingekauft habe. Das könnt ihr dann einfach überspringen sozusagen. Ich möchte aber mit Leipzig anfangen, weil es war einfach nur großartig. Ich habe mich wirklich gefreut, ganz viele von euch persönlich kennenzulernen und einmal zu sehen, von vielen von euch angesprochen worden zu sein. Das war wirklich super großartig. Danke, danke, danke für diesen wunderschönen Ausflug nach Leipzig und für diese wunderbaren 2 Tage. Ihr habt mir es wirklich, ja, ihr habt mir das Herz erwärmt. Es war großartig. Nicht nur die Wolle, sondern vor allem auch ihr, die ihr auf mich zugekommen seid. Da möchte ich gleich anfange, mich bei ein paar zu bedanken und sie persönlich zu nennen, und es tut mir irrsinnig leid, wenn ich jemanden vergesse, aber ein ganz, ganz großes Danke an die Iris und die Biggie, die mich wirklich an die Hand genommen haben beim 2. Stand und mir alle auch vorgestellt haben, was total lieb war. Es war wirklich einfach nur total super, weil ich ja nicht so viele persönlich kenne oder mit Namen kenne, und ihr zwei habt einfach immer gewusst, wer wer ist, und habt mich einfach hingeschubst und vorgestellt. Das war super, super lieb. Vielen lieben Dank, vor allem der Samstag war genau deswegen super großartig. Und ich war dezent überfordert von den ganzen Menschen, aber positiv überfordert. Also es war wirklich toll, so viele neue Leute kennenzulernen und so viele bekannte Gesichter, die man auch nur von dem Podcast kennt, so persönlich zu sehen und umarmen zu können. Und da habe ich mich irrsinnig gefreut, dass ich die Elli getroffen habe von Verstrickt und Zugenäht Podcast. Und wir hatten beide unseren Slice of Light oben. Das war einfach super schön. Es gibt auch irgendwo ein Foto, wo wir beide unsere Slice halten. Ich habe das leider noch nicht gesehen. Aber das war wirklich, wirklich toll. Hat mich irrsinnig gefreut, dass wir uns sehen konnten. Und die Diana von Heiter bis Wollig habe ich auch persönlich kennengelernt. Und sie hat ihren Shusui-Schwag getragen. Das fand ich auch großartig. Ja. Euch zweimal persönlich zu sehen, und weil wir schon ein bisschen noch geschrieben haben und uns ausgetauscht haben, ja, hat mich irrsinnig gefreut. Ich muss jetzt auf meinen Schummelzettel schauen, weil wie gesagt, es waren urviele Leute und ich bin echt schlecht mit Namen, und deswegen, wie gesagt, verzeiht mir, wenn ich wen vergesse. Unter anderem habe ich die Niki, die mich auch gleich überfallen hat, von Nikis Nadelzauber. War auch super, super toll, dass wir uns persönlich kennengelernt haben, und das wird ganz sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns getroffen haben. Wir sind zwar ein bisschen weiter weg voneinander, aber das werden wir schon schaffen. Beide in Österreich, geht schon irgendwie. Kriegen wir hin. Dann die Viola war auch eine lustige, von Raula Strickt auf Instagram. Aber auch super toll, dich kennengelernt zu haben. Dann die Sandra von Sandras Lieblingszeug habe ich persönlich kennengelernt. Die Annika von Knitting and Unicorns. Das sind auch alles Podcasterinnen zum Teil. Annika von Pearl and Knit, die übrigens auch handgefärbte Wolle hat und vertreibt. Und einen Podcast, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und vor allem, das war ganz, ganz toll, ihr habt ja ein Gruppenfoto gemacht. Ich hoffe, ich habe jetzt ein schönes, das ich einblenden kann. Ein Gruppenfoto zu eurem Knit-Along, und das fand ich ganz, ganz toll. Also das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht, da einfach auch dabei gewesen zu sein, also sozusagen anwesend, um das zu sehen, wie viele da zusammenkommen, wie viele da gemeinsam einen Pullover gestrickt haben, fand ich ganz, ganz toll. Ich habe übrigens mehrere Zweigs in Leipzig gesehen, und das war auch urtoll, also dass da nicht nur ein Zweig rumläuft, nämlich meiner, sondern dass da so 3, 4, 5, glaube ich, unterwegs waren, und man sich dann irgendwie so anspricht, hey, ich habe das auch gestrickt. Das war sehr fein. Vor allem immer mit anderen Farbkombinationen, mit anderen Wollen und ein bisschen anders verändert teilweise. Meiner ist ja doch stärker verändert mit den kurzen Ärmeln und so. Und das war einfach wirklich, wirklich toll. Hat sehr viel Spaß gemacht.
habe ich noch jemanden aufgeschrieben, die Anja von Anja Loves Knits. Habe ich auch noch getroffen. Und wie gesagt, ja, ganz, ganz toll noch von Wollnation, die Mirjam. Das war auch ein super schöner Nachmittag dann noch am Sonntag. Es hat mir irrsinnig viel Freude gemacht und es war schön, dass wir uns austauschen konnten und kennenlernen konnten. Und ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Wenn jemand von euch nach Wien kommt, bitte zögert's nicht, schreibt's mich an. Wenn sich's ausgeht, freue ich mich irrsinnig, wenn wir uns zum Stricken und oder auf einen Kaffee treffen und ich euch vielleicht auch ein bisschen rumführen kann. Das macht mir sehr viel Spaß, würde ich sehr gerne machen. Dann noch ein ganz, ganz, ganz großes Danke an Steffi Swolle, dass ich bei dir am Stand sein durfte und dass wir uns kennengelernt haben, noch einmal ein bisschen austauschen konnten. Die Nicke war ja auch bei dir am Stand, was super großartig war. Und das war einfach schön, dass wir uns einfach noch umarmt haben und gesehen haben. Ja, Dankeschön dafür. Und auch noch mal ein ganz, ganz großes Danke an Katharina von Katinchen Jahns. Es war echt fein, mit dir so viel geplaudert zu haben und ich hoffe sehr, dass ihr mal nach Wien kommt und ich euch Wien zeigen kann noch einmal und wir dann vielleicht noch mehr Zeit haben zum Plaudern und zum Austauschen. Ich war so begeistert von eurer Energie, von deiner Energie und von deiner lieben Art. Es war einfach wirklich, wirklich schön und ich freue mich sehr, dass wir es persönlich geschafft haben und ich freue mich auch schon auf die nächsten Zeiten, wo wir noch uns einfach austauschen und ja, der nächste Knit-Along kommt bestimmt und du bist ja auch dabei, habe ich schon gesehen. Ich freue mich irrsinnig. Aber zum Knit-Along später. Leipzig, Wolle, überall. Also Menschen, einmal irrsinnig viele Menschen. Samstag, es war irrsinnig viel los. Das Allerstärkste war, aufgestanden, aus dem Fenster gesehen, es schneit. Erste Reaktion einer echten Wienerin, Euda. Also Gott sei Dank war ich gut ausgerüstet und warm angezogen. Ich habe, glaube ich, so viel Gestricke angezogen, wie ich konnte. Und habe mich auf den Weg gemacht mit der Theresa gemeinsam. Und das war wirklich ein großartiges Messegelände. Also es war wirklich wunderschön. Vor allem, was super toll war, es war sehr, sehr hell. Das hat mir am meisten gefallen. Kannst du aufhören, mich zu treten? Dankeschön. Entschuldigung. Loki. Ich verspreche, ich lege nicht extra her. Der hat gewartet, bis ich die Kamera eingeschaltet habe, damit er sich dazulegen kann. Der hat mich aber auch vermisst, die letzten zwei Wochen. Gell? Ja. Schmuser. So, mitten in der Wolle und im Schaf. Ah, im Wind. So, wo war ich? Samstag. Das Messegelände in Leipzig ist wirklich schön. Es ist die neue Messe. Man kommt irrsinnig gut hin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und was mir eben sehr gut gefallen hat, dass es sehr, sehr hell war. Es war sehr kalt, wobei am Samstag überhaupt kein Problem. Also das ist ganz gut gegangen, wenn man gut angezogen war. Und ja, war eigentlich traumhaft schön. Großes Gelände, also für mich sowieso mal überwältigend groß, weil in Wien gibt es das so nicht. Und ja, ich bin einmal hineingegangen und war so, okay, was schaue ich mir als erstes an? Und da sind Gott sei Dank schon eben die Iris und die Biggie gekommen und haben mich mitgenommen. Das heißt, einmal durchgehen. Das erste Mal habe ich eigentlich noch gar nicht so viel gekauft, sondern ich bin einmal durchgegangen. Wenn ich wirklich was gesehen habe, wo ich gemeint habe, das will ich unbedingt haben und das ist dann wahrscheinlich weg, habe ich gleich eingekauft. Also bei der Katharina zum Beispiel habe ich erst am Sonntag eingekauft. Und einmal viele Menschen gesehen und viele Namen gehört und einfach viele Gesichter ja, gesehen. Und war so, okay, nach 3 Stunden war ich dann mal fertig, fix und fertig. Dann bin ich nochmal durchgegangen und habe ich ein bisschen eingekauft. Und dann habe ich mich einmal ein bisschen hingesetzt und habe das Ganze auf mich wirken lassen. Und das war eigentlich sehr, sehr gut. Also das war eine ganz gute Mischung von überwältigend viele Leute, überwältigend viel Wolle und trotzdem viel Spaß daran haben. Sonntag bin ich dann alleine nochmal zur Wollmesse gegangen und dann habe ich hardcore geshoppt, aber mit sehr viel Plan eigentlich, was ich haben wollte. Also ich habe gewusst, ich möchte unbedingt für bestimmte Projekte Wolle kaufen oder zu bestimmten Standeln nochmal hingehen und das habe ich auch gemacht. Und ich bin aber auch relativ kurz geblieben, weil am Sonntag war es echt, echt kalt in der Messe, weil viel weniger Leute waren und es hat anscheinend irrsinnig runtergekühlt oder es wurde nicht genug geheizt. Interessanterweise, ich hatte auch weniger an, weil ich mir gedacht habe, es war eher am Vortag warm genug und wenn du eh so viel unterwegs bist und so viele Leute sind, dann wird dir warm. Sonntag war es wirklich kalt. Also nach 3-4 Stunden bin ich dann gegangen und habe woanders weiter gestrickt mit der Miriam, weil es war einfach zu kalt, um dort zu sitzen und zu stricken. Gut, das war einmal das Erlebnis für mich so. Jetzt zeige ich euch die Wolle, die ich gekauft habe. Womit fange ich an? Das ist eine gute Frage. Ich fange einmal an mit diesen wunderbaren Teilen. Momi Noki Yarn. Ah ja, ich sag's gleich.
Ich schreibe es nach Möglichkeit da hinein ins Bild, aber ich werde es nicht in die Shownotes schreiben, sondern bitte, bitte, bitte geht einfach auf Reverie, reverie.com, dort heiße ich Trochilita, in meinen Stash hinein. Ich werde es auch taggen mit Leipzig 2019. Das heißt, ihr könnt dort die Wolle wirklich nach Leipzig suchen und finden und dort einfach sich in meinem Stash umschauen, was ich alles an Wolle habe, weil ihr werdet es sowieso noch einmal sehen, wenn ich dann mit den Projekten da spricke. Aber ich zeige euch jetzt trotzdem im Schnelldurchlauf, was ich alles gekauft habe. Mominokian, das ist, wenn ich das jetzt richtig habe, genau, finnische Wolle. Das sind die drei Farben. So ein Naturton, ein Rot-Berryton und ein Dunkelblau. Das ist 100% Wolle und das wandert ganz, ganz sicher in Handstulpen, in Mittens, und zwar Colorwork. Also das wird auf jeden Fall für mehrfarbige gestrickt. Das habe ich schon, ich habe dafür auch schon ein Design ausgesucht, das mir gefallen würde. Das blende ich auch ein. Ich weiß gerade jetzt nicht, von wem es ist und das möchte ich unbedingt stricken. Ein Vogelmitten sind das. Dafür ist diese Wolle geplant, hat mir irrsinnig gut gefallen, gleich beim Eingang habe ich die gefunden. Die waren sehr, sehr schön. Wo lege ich die gezeigte Wolle hin? Da nach rechts mal. Ich habe da unten ein ganzes Tablett. Alles noch vom ersten Tag. Am ersten Tag habe ich auch diese wunderschöne Wolle gekauft. Das ist eine Baumwollmischung. Ihr seht das, mir hat das deshalb so gut gefallen, weil da hier diese Maserung ist, dieses Melierte. Und das ist, weil die Baumwolle die Farbe anders aufnimmt als die Wolle. Eben, das ist eine Baumwoll-Wollmischung. Ist eben Sockenwolle und ist von Wollicata für Wollmäuse. Hat mir sehr gut gefallen. Auch einfach, mir hat mich die Farbe überzeugt. Und der Baumwollanteil sind 25%, also für Sommersocken super schön geeignet. Dann habe ich auch am ersten Tag gekauft. Da habe ich gewusst, dass ich unbedingt hin möchte. Alle, die Rohrspatz und Wollmeise kennen diesen Blick, also diese Standhaftigkeit der Wolle. Ein wunderschöner Strang in Knallrot, Wilder Mohn. Ist wieder ein Nobody is Perfect Strang, wo eine liebe Zuseherin mir gesagt hat, dass das bedeutet, dass das einen kleinen Fehler drinnen hat. Und in dem Fall ist der Fehler, weil ich gefragt habe, was bedeutet das F, also da steht dann immer dabei, was der Fehler sozusagen ist, hier mit dem F. Und das bedeutet nur, die Farbe ist nicht wie auf der Homepage gezeigt. Ja, ich habe ja die Farbe sowieso gekauft, so wie mir der Strang gefallen hat. Ein wunderschönes Rot. Das wären coole Socken. Freue ich mich schon sehr. Dann auch am ersten Tag gekauft. Ah, da liegt der Kater drauf. Ja. Auch am ersten Tag gekauft und zwar ziemlich sofort. Das packe ich kurz aus. Deshalb sofort, weil da gab es nur noch zwei und neben mir war eine, die hat gesagt, die will ich auch. Ich so, nein, ich will die. Und dann haben wir die letzten zwei Knäuel genommen, also die letzten zwei Backerl. Das ist eine Verlaufswolle, auch eine Sockenwolle, von Grau zu Türkis oder Türkis zu Grau, wie man möchte. Also da kann man auch von innen abzwirbeln. Eigentlich ist das auch so gedacht, da steht der Faden raus. Und das ist so verpackt, dass man zwei auf einmal stricken kann und die gleich verlaufen. Deswegen, ich fand ich irgendwie ganz nett, von Danielas Wolltopf. Und in dem Fall sind das keine 100 Gramm, sondern nur 80 Gramm. Sollte sich aber für Socken trotzdem ohne Probleme ausgehen. Ich brauch eigentlich nie 100 Gramm. Ich brauche ungefähr 60 Gramm im Schnitt für Socken. Deswegen, ja, habe ich die mitgenommen. Hat mir super gut gefallen von den Farben her. Dieses Türkis zu Grau fand ich sehr schön. Auch vom Wolltopf, Danielas Wolltopf, da habe ich eigentlich, wie gesagt, gleich zugegriffen. Sind diese zwei Mini-Pakete, einmal Merino Sock und einmal High Twist, 5x jeweils 20 Gramm, bisschen eine andere Lauflänge haben sie, und aber beide Male Wolle und Polyamid. Ja, da wollte ich einfach dieses Grünset haben, damit ich noch Kleintier stricken kann für ein Mobile oder Sterne. Da brauche ich ja nicht so viel, deswegen nur diese kleinen Sets. So, erster Tag. Habe ich alles? Ich glaube, das war vom ersten Tag tatsächlich. Lasst mich schauen. Ja, da ist urviel Wolle. Ich glaube, das war vom ersten Tag alles. Ich habe irrsinnig viele Buttons verteilt. Ich glaube, ich bin 100 losgeworden, was total nett war. Und ja, zweiter Tag war ich ja wie gesagt alleine unterwegs und da war ich sehr zielstrebig unterwegs.
Und habe eigentlich ziemlich genau, nein, am ersten Tag habe ich noch was gekauft. Entschuldigt, die habe ich noch gekauft. Haha. Und da weiß ich jetzt gerade leider nicht, von wem die sind. Wenn ich es noch finde, blende ich es ein. Handgesponnene Wolle, urschön, für Hauben gedacht. Also das sind jeweils nur, da steht alles nämlich leider nicht drauf. Das ist gerade ein bisschen blöd. Ich glaube nur 50 Gramm oder so. Das ist nicht sehr viel, aber für Hauben reicht es auf jeden Fall. Oder wie man in Deutschland sagt, Mützen. Also für Hauben reicht es auf jeden Fall. Und da haben mir die Farben extrem gut gefallen. Und das ist eben handgesponnene, 100% Merino, aber 60 Mikron. Je kleiner die Mikronzahl, umso weicher ist die Wolle. Und die ist unendlich weich. Es ist unpackbar. Das ist fast wie Kaschmir. Wirklich, das ist fast, das fühlt sich an wie Kaschmir. Oh, ich konnte nicht widerstehen. Also 3 Stänge habe ich gekauft. 2 Mützen, Hauben sollten sich ausgehen. Das war der erste Tag. Dieses war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Ich hatte einen Plan. Plan Nummer 1. Ich will ja, kann ich gleich so herzeigen, bums, den X-Shell stricken, der da so ausschaut, habe ich schon mal gesagt. Und Mondschaf hatte einmal gesagt, ja, da gibt es ein super Kit von ihr oder super Farben von ihr, die man verwenden kann. Und deswegen bin ich direkt zu ihr hingestartet und habe gesagt, es gibt doch Farben von dir, und zwar Monk und Kill Bill, und ich will die haben für einen X-Shell. Hast du das? Ja, sehr gut, I want it. Und dann habe ich aber gesagt, ich möchte Kill Bill, also Monk, also blauer Pullover, ich möchte Kill Bill aber bitte auf Glitzer. Und das hatte sie, Gott sei Dank. Und yay, mein X-Shell wird glitzern. Mein X-Shell wird hoffentlich vielleicht noch heuer gestrickt, war eigentlich der Plan, auch wieder Colorwork, und ich möchte ihn aber sticken. Bedeutet, ich möchte es als Weste haben und dann in der Mitte tap, 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 aufschneiden. Dafür habe ich jetzt die Wolle. Sehr gut, brauche ich mal die nicht mehr. Ich leg das auf dich drauf. Du schnurst dir gerade, dich stört das eh nicht. Ja, ich habe dich auch lieb. Ah ja, am ersten Tag auch noch gekauft. Ja, am ersten Tag auch noch gekauft, das sind jetzt unendlich viele Katzenhaare drauf. Ein Jagu Interchangeable Mini Set, also für die kleinen Nadeln, und war schon super toll im Einsatz. Ich bin extrem happy, das war einfach nur mehr als notwendig. Geht von 2 mm bis 5 mm, die 3 mm Nadeln waren dabei. Das habe ich bei der Zauberwiese erstanden, war wirklich, also... Ja, das war das Erste, was ich gekauft habe. Das war auch so, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das war schon von vornherein klar, das stand sozusagen auf meiner Einkaufsliste. Das will ich haben. Jagu-Nadelset habe ich gekauft. So, kommt einmal auf den Boden dabei. Das Nächste, was ich gekauft habe, ich verschwinde kurz nach unten immer, ist dieses wunderschöne Set. Und das zeige ich gleich nachher noch einmal her. Könnt sich vielleicht erinnern, wenn Wolle nicht sehr standhaft ist, dann ist der Seiden-Kaschmir-Anteil relativ hoch. In dem Fall super hoch, weil das ist Kaschmir, also Alpaka, Kaschmir-Seide. Also in der Reihenfolge 70% Alpaka, 20% Seide und 10% Kaschmir. Und Katze Nummer 2. So. Von Kulana. Und mit dieser Wolle stricke ich bereits ein Projekt, das heißt, ich werde dann eh gleich nochmal drüber reden und da sage ich dann gleich, was ich damit stricke. Dann war ich natürlich bei Katinchen, völlig klar, und habe eingekauft. Unter anderem diese 3 Schönheiten, die super großartig zueinander passen. Also einmal Sockenwolle, also zweimal Sockenwolle, einmal Kitzelglas. Hier sind die Farben. Und tatsächlich wäre das ein wunderschöner Slice of Light. Ich habe aber schon einen gestrickt und ich stricke nicht noch einmal einen. Das heißt, es könnte sein, dass ich diese Wolle vielleicht verschenke. Ich hätte schon jemanden, dem sie vielleicht gefallen könnte. Aber auf jeden Fall hat mir diese Kombination einfach, die war einfach super schön. Und ich konnte mich ja sowieso nicht entscheiden, weil am liebsten hätte ich die Katharina leer gekauft. Nächstes Mal. Aber ja, das habe ich noch mitgehen lassen sozusagen. Also gekauft, und ich glaube vom zweiten Tag war das an Wolle, glaube ich, tatsächlich alles. Ich habe noch eine Kitzelglas gekauft, die zeige ich aber bei einem Projekt her. So,
Darf ich das wieder wegnehmen? Nein, ich lasse das bei dir. Ich habe gerade keinen anderen Platz. So, geschenkt bekommen habe ich auch ein bisschen was und da habe ich mich irrsinnig drüber gefreut. Unter anderem vom lieben Horst, der vorher in Berlin war. Dankeschön. Diese wunderschöne Wolle. Und in dem Fall ist das Leinen. Das heißt, aus dem muss in irgendeiner Art und Weise ein Sommertop werden. Ich habe noch keinen Plan dafür. Deswegen bin ich noch sehr gespannt. Das habe ich geschenkt bekommen. Und auch urtoll, ich habe mich irrsinnig gefreut, von der Niki einen kleinen Maschenmarkierer. Ein kleines Wollknäuel. Oh, süß! Das ist so super. War schon im Einsatz, deswegen nicht mehr im Sackerl. Genauso wie von der Mirjam. Einen kleinen Progress Keeper, ein Rosenquarz. Ich habe mich irrsinnig gefreut. Das ist nämlich mein Halbedelstein sozusagen. War auch schon im Einsatz. Und dann habe ich noch von der Elderflower 20. Das sind die anderen sind schon weg. Also die habe ich schon woanders hingegeben. So Stopper. Die habe ich schon bei dem Projekt drinnen gehabt. Deswegen sind da nur noch zwei drinnen statt vier. Die habe ich auch bekommen. Nadelstopper. Dankeschön. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Das war einfach nur Uli. So, das war der Einkauf in Leipzig. Es ist noch nicht die ganze Wolle, es gibt noch Wolle. Dann war ich in Schottland. Ich schaue nur gerade, dass ich nichts vergesse. So, in Schottland konnte ich mich ja nicht zurückhalten. Deswegen war ich dort in einem kleinen Geschäft. Das da heißt, wird hier eingeblendet. Fällt mir gerade nicht ein. Und dort habe ich gekauft diese drei Schönheiten. Eigentlich habe ich vier Schönheiten gekauft, aber die vierte Schönheit habe ich schon verschenkt. Und zwar einmal Olan. Das ist Wolle aus, ich glaube, Irland, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, Handheld in Island. Eine Sockenwolle, grau, mit so grün melierten, also oh, schaut einfach urgroßartig aus. Superschön. Also einmal die. Dann habe ich dort auch gekauft Cosmic Strings. So großartig. Also da hätte ich am liebsten 10 Stränge gekauft. Da habe ich zwei gekauft. Einen für mich, einen für die Eva. Und ich habe mir diesen hier behalten. Der da heißt Kimono. Auch wunderschön. Und dann habe ich noch einen Skein Queen Strang gekauft. Die muss man da unten auch noch sehen, also der wird sehr, sehr speziell sich verhalten. Weil Skein Queen wurde ja an eine neue Handfärberin abgegeben. Also es gibt die Marke Skein Queen noch, aber das macht jetzt wer anderer. Und da habe ich mir so einen Erinnerungsstrang noch mitgenommen, wobei der vielleicht auch noch verschenkt wird. Der hat Potenzial noch verschenkt zu werden. Da habe ich jemanden, der sich vielleicht freuen würde. An einem Tag waren wir auch unterwegs und sind zum Meer gefahren. Außerhalb von Edinburgh sind wir nach North Berwick gefahren, sind dort ganz zufällig an einem kleinen Geschäft vorbeigegangen und ich schaue rein und sehe handgefärbte Wolle. Und zwar in allen Stärken. Ich werde euch da vielleicht gleich den kleinen Clip einspielen. Kleine Zwischenstation in Schottland. Und ich habe, wie sollte es anders sein, Wolle gefunden. Und zwar wunderschöne handgefärbte Wolle. Und ich habe mich natürlich fast nicht entscheiden können, aber ein Strang ist mitgekommen. In dem Fall Sockenwolle. Blue Face Leicester in dem Fall. Es gibt hier aber auch sehr schöne Färbungen. Decay. Albernach ist das. Ah, da sieht man's. Das Schöne ist eigentlich in allen Stärken, auch Chunky. Das war wirklich ein super kleines Geschäft, also eigentlich so klein war es gar nicht, aber wunderschöne handgefärbte Wolle in ganz verschiedenen Qualitäten und ich
musste mir einen Strang mitnehmen. Also ich war wirklich mehr als begeistert. Die Marke heißt, also sie nennt sich selber Chandlers. Und die Marke, die Wollmarke heißt Albernach, Artisan Yarns. Findet man auch auf Instagram. Und ich glaube, da kommt dann auch noch ein Online-Shop, das weiß ich jetzt aber nicht. Aber wenn ihr in Edinburgh seid, mit dem Bus einfach nach North Berwick und dort bekommt ihr wunderschöne handgefärbte Wolle. Also ich hätte mich dort, also wenn ich nicht schon in Leipzig einen halberten Wollnervenzusammenbruch gehabt hätte, hätte ich dort, glaube ich, mehr gekauft. Und ich bin echt begeistert von der Farbe. Das ist in dem Fall BFL, also Blueface Lester, ohne Nylonanteil, weil aber Blueface Lester schon ein bisschen robuster ist, also prinzipiell robuster ist als Merino, eignet sich das auch eigentlich sehr, sehr gut als Sockenwolle. Und da freue ich mich auch schon sehr, damit zu arbeiten. Das sind einfach super schöne Farben. Sehr großartig. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Eigentlich habe ich kein wirkliches Farbschema. Ich habe gekauft, was mir gefallen hat. Also wirklich, was ich schön finde. Einfach, das ist handgefärbte Wolle ist immer etwas ganz Besonderes. Ich glaube, das war es mal mit der Wolle, die ich gekauft habe. Ich habe dann noch von der lieben Theresa ein Set erstanden. Von Dibadu, ich lasse es jetzt drinnen, einen Fade. Und zwar, weil wir darüber gesprochen haben, ich möchte unbedingt von der Skein Deer Knits den Cardigan, den Nightfall Cardigan stricken. Und da brauche ich einen Fade. Und ich habe ihr gesagt, was ich gern hätte. Und sie gemeint, da habe ich was, das könntest du haben, wenn du willst. Und ja, kaufe ich ihr ab. Oh, super! Ist perfekt. Ist genau in den Farbtönen, die ich es gern gehabt hätte, weil in Blau mag ich ihn nicht stricken. Und in Zuckerrosa wollte ich ihn auch nicht. Und das ist genau dieses Farbschema, was mir gut gefallen hat. Die Wolle habe ich auch noch erstanden. Das heißt, das ist jetzt an Wolle tatsächlich, glaube ich, mehr oder weniger alles. Und das ist nur die Hälfte von dem, was ich aus Leipzig mitgebracht habe. Ich brauche, glaube ich, die nächsten 3000 Jahre keine Wolle mehr. Macht nichts. Ich bin erst wieder im Juni auf einem Wollfestival. Also bis dahin brauche ich dann vielleicht auch wieder Wolle. Ich habe nicht nur Wolle gekauft, ich habe auch noch eine wunderbare Projekttasche erstanden. Die möchte ich noch herzeigen. Über die rede ich jetzt gleich. Und da komme ich jetzt dann somit auch schon direkt zu meinen gestrickten Sachen. Also jetzt rede ich über das, was ich so stricke oder gestrickt habe die letzten Wochen. Also in meinem Projektbeutel hier, der eben von Locoporello ist. Also Locoporello verkauft die Taschen, genäht werden sie von Andrea Schleich. Und das ist einfach nur großartig, dieses Teil. Ich habe das in Schottland eigentlich als Handtasche verwendet, großteils, weil da so viel drin Platz hat und es so super gearbeitet ist. Da ist ein Fach drinnen für, also das ist praktisch geteilt. Ich habe jetzt mittlerweile gerade zwei Projekte drinnen, also hier oben. Dann ist dann ein Zwischenfach mit Zipverschluss. Ist gerade offen. Da sind meine ganzen Maschenmarkierer drinnen. Und dann ist da noch ein Fach für ein zweites Projekt. Und ganz ehrlich, ich habe da mein Geldbeutel drinnen gehabt und eventuell auch noch was zum Essen und meinen Schal, wenn mir gerade zu warm war, zugezogen und umgehängt. Perfekt. Voll auf den Kater. War super. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dem die ganze Zeit rumzulaufen, und ich laufe jetzt gerade auch die ganze Zeit damit rum. Was stricke ich gerade? Natürlich Socken für die Sock Madness. In dem Fall das erste Mal nicht für mich. Das ist übrigens auch noch Wolle, die ich in Schottland gekauft habe, weil ich hatte ja nicht genug Wolle. Das eigentliche Problem ist, ich hatte sehr wohl genug Wolle, aber ich habe alles fertig gestrickt, was ich gestrickt hatte, und ich hatte keine gewickelte Wolle für ein neues Projekt. Also musste ich nochmal Wolle kaufen. Gewickelte Wolle für Socken. Wurscht. West Yorkshire Spinner in Zuckerrosa. Ich weiß nicht, ob die Farbe einen Namen hat. Ich glaube nicht. Sagen wir, sie heißt Zuckerrosa. Ich glaube, sie hat keinen Namen. Nein, nur eine Nummer. Blende ich ein. West Yorkshire Spinner eignet sich total super gut für Socken. Und ich werde da, glaube ich, zwei Paar Socken locker rausbekommen. Und ich stricke gerade eine Geburtstagsüberraschung. Und die Socken heißen Inky Socks von, dass ich da jetzt nichts Falsches sage, Susan Geringer. Das sind eben jetzt gerade für die Runde 3 die Sock Madness Socken. Ihr seht hier Zöpfe, da ist ein Lochmuster und auf der Seite entsteht gerade, also ich bin jetzt schon bei der Ferse, ich bin immer noch beim ersten Socken, ich bin unendlich langsam. Ich glaube nicht, dass ich es in die nächste Runde schaffe, ehrlich gesagt, weil ich sehr langsam stricke gerade.
Und da entsteht dann noch ein Seitenmuster und ein hinteres Muster. Ich stricke in dem Fall nicht Socken für mich, sondern für den anderen, also sie werden ein bisschen größer. Ja, da habe ich einen kleinen Maschenmarkierer, Progress Keeper, den ich geschenkt bekommen habe, der ist so süß. Und ja, zum Muster kann ich jetzt gerade, also viele regen sich darüber auf, dass es so mühsam ist, weil so viel Muster ist auf der ganzen Socke. Es klingt jetzt komisch, ist mir eigentlich egal. Es ist nicht meine Farbe, aber dadurch, dass ich das weiß, dass ich es für jemanden anderen stricke, stört mich das jetzt nicht so. Mich stört das Muster weniger, mich stört mehr die Farbe. Also für mich. Aber für den anderen. Und deswegen macht es mir eigentlich auch Spaß, weil ich weiß, ich stricke das für jemanden, der hoffentlich, die hoffentlich viel Freude damit haben wird. Sonst kann ich noch nicht so viel dazu sagen, außer dass es langsam vorangeht, weil ich bin gerade langsam. Aber ich habe ja keinen Stress. Wenn ich weiterkomme, super cool. Wenn ich nicht weiterkomme, ist halt so. Kann man nicht ändern. Dann mein zweites Projekt, das ich auch noch im Urlaub angeschlagen habe, weil ich hatte irgendwie, zu wenig Wolle. Und da komme ich jetzt wieder zur Kolana Alpaka Kaschmir Seidengeschichte, mit der ich nämlich den Erika Loeda Homecoming stricke. Ich habe von dem Projekt schon gesprochen bei meinem Make 9, das wird ein ziemlich großes Dreieckstuch. Und die Wolle ist so weich, oh mein Gott. Das ist, oh mein Gott, da möchte man beim Stricken sich hineinkuscheln, so weich ist das. Warum habe ich damit angefangen? Weil ich gewusst habe, ich stricke es damit, hatte die Wolle mit und die konnte ich, weil das sind keine 400 Meter, sondern weniger, mit der Hand wickeln, ohne dass ich wahnsinnig werde. Das ist die erste Farbe. Die zweite Farbe habe ich auch schon gewickelt. Das ist rosa und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht sehen könnt, von der Stärke her. Die Naturfarbe ist dicker als die rosane, also dieses Zartrosa. Und das liegt daran, dass ich die Farbe nicht mehr in dieser Stärke bekommen habe. Das heißt, ich stricke mit der Farbe dann einfach zweifädig und es kommt auf die gleiche Stärke wie das. Und bei dem Tuch ist das egal. Somit habe ich das jetzt einfach so gelöst. Beim Homecoming sind, glaube ich, 4 Farben. Ich habe insgesamt 3. Muss ich nochmal die Stränge finden. 1, 2. Na, ich habe auch 4. Genau, beim Homecoming sind 5 Farben. Ich habe 4 gekauft. Das sind die 4 Farben. Ups, sieht man ein bisschen schlecht. Ich kann es nicht halten. Das sind die 4 Farben. Von dem ganz hellen habe ich 2, von allen anderen nur einen. Und da habe ich deswegen auf weniger Farben, also mich für weniger Farben entschieden, damit ich hoffentlich die Wolle so weit wie möglich aufbrauche. Weil es interessiert mich nicht, von jedem Knäuel dann nur ein Drittel zu verwenden. Da spreche ich dann noch drüber beim Bobbles. Nein, dafür ist die Wolle, ehrlich gesagt, Entschuldigung, zu teuer. Dass ich dann ein halbes Projekt, also dass ich ein Projekt gemacht habe und die halbe Wolle ist noch über. Und dann mag man es auch vielleicht nicht nochmal verstricken, weil man hat schon ein Projekt in dieser Farbe. Das habe ich auch beim Exploration Station gemerkt. Ich habe noch super viel Wolle dafür über und ich könnte noch einmal einen Schal damit stricken, aber ich stricke mit den, also nicht wegen der Wolle, sondern in den gleichen Farben doch nicht noch einen Schal. Weil dann habe ich 2 Schals in den gleichen Farben. Nein, das macht keinen Sinn. Also ich glaube, so geht es den meisten. Und deswegen habe ich beschlossen, da einfach eine Farbe zu reduzieren. Und dafür dies ein bisschen besser aufzuteilen, dass weniger nach Möglichkeit hoffentlich überbleibt. Weil Restel verstricken mache ich selten bis gar nicht. Warum? Weil ich nicht so viele Fäden vernähen möchte. Deswegen diese Wolle. Die Wolle war ein Traum und ist ein Traum und ist ihr Geld auf jeden Fall wert. Wird ein super kuscheliges, großes Dreieckstuch. Ich bin jetzt erst bei der ersten Farbe. Ich bin beim Zunehmen. Jede zweite Reihe muss man Maschen zunehmen. Das ist einmal das, was ich bis jetzt habe. Schups. So schaut das aus. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht, ich habe angefangen da beim Zipfel in der Mitte mit 5 mm Nadeln, man sieht es ein bisschen, und habe mir dann ab ungefähr hier oder so gedacht, irgendwie schaut mir das ein bisschen zu lätschert aus und habe auf 4,5 mm Nadeln gewechselt. Natürlich hätte ich jetzt einfach auftrennen können, weil es war ja nicht zu viel, es war ungefähr so viel. Hätte einfach auftrennen können und sagen können, wurscht, ich stricke es nochmal. Ja. Nein, das sieht man eh nicht, weil das ist da, beim Hals. Ich trage ja meine Dreieckstücher wie Lätzchen. Nein, ich trenne das nicht auf. Das sieht keiner nachher beim Blocken und Waschen. Das ist dann wurscht. Aber man sieht jetzt schon, also ich sehe vor allem, wirklich ungefähr ab hier,
dass das Maschenbild einfach ein bisschen regelmäßiger und sauberer wirkt. Und das ist nur, weil ich eine Nadelstärke runtergegangen bin. Also mit 4,5 mm schaut das einfach hübscher aus. Und deswegen stricke ich das so. Ich habe hier wieder einen super süßen kleinen Drachen drinnen, der glitzert. Und hier habe ich auch noch Maschenmarkiere, die ich geschenkt bekommen habe. Ringe mit Perlen, urschön, mag ich. Ich stricke in dem Fall mit Rundstricknadeln. Ich werde dann jetzt wahrscheinlich bald einmal auf ein bisschen längere Rundstricknadeln wechseln, einfach auf ein längeres Kabel, und damit es sich dann ein bisschen besser verteilt. Ja, interessanterweise ist das ein Muster von der Erika Loeda, was nicht, also ich glaube, das hat insgesamt 3 Projekte. Ich bin gespannt, mir gefällt es mal bis jetzt ganz gut. Ich bin aber noch nicht sehr weit drinnen. Bin, ja, ihr werdet meinen Fortschritt beobachten können, je nachdem, wie schnell ich bin. Das habe ich angefangen und dann habe ich noch etwas angefangen und auch gleich fertig gestrickt. Und dann komme ich auch schon, habe ich was vergessen? Nein, ich habe noch was, wo ich gerade dran stricke, das kennt ihr aber schon, deswegen zeige ich es nur ganz kurz, weil ich bin gerade ein bisschen auf Pause. Ich habe da gerade so viel Stricknadeln drinnen, warum? Wurscht, weiß ich nicht, was ist da los? Babu? Ich glaube, ich stricke gerade wieder zurück auf die Holz. Wurscht, ich habe da gerade mehrere Stricknadeln drinnen. In meiner Babyblänke-Decke, damit ihr vielleicht einfach die Größe ein bisschen besser sehen könnt. Habe ich das deswegen gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Nein, ich glaube nicht. Ich wollte wieder zurück auf die längeren. Egal. Sternendecke extra large. Ich bin gerade mittendrin und habe deshalb jetzt im Moment aufgehört, weil mir das, die Wolle ausgegangen ist und ich einen neuen Knäuel wickeln muss. Und da zeige ich euch nur ganz kurz. Auf der Rückseite sieht man das natürlich. So, man muss aufpassen beim Schieben, dass ich keine Maschen runterschiebe. Hier habe ich das letzte Mal, also vor ungefähr 1,5 Streifen, habe ich das letzte Mal Wolle gewechselt. Das bedeutet, von der Mitte bis hierauf bin ich mit einem Strang Wolle ausgekommen und von hier bis da mit dem zweiten Strang Wolle. Das zeigt einfach nur, wie exponentiell diese Reihen wachsen. Ich habe, glaube ich, über 600 Maschen mittlerweile jetzt gerade auf der Nadel. Deswegen ist es auch ein bisschen zart. Aber ist egal, mir macht es prinzipiell total Spaß, mit der Wolle zu arbeiten. Das heißt, ich werde jetzt noch einen Strang auf jeden Fall wickeln, damit ich noch einen Streifen, hoffentlich, ja, 1,5. Also ich hoffe, dass ich dann noch einen Streifen stricken kann. Das ist nämlich eigentlich das Ziel, mindestens noch einen Streifen zu stricken, weil sie ist noch immer nicht groß genug für, ich finde, für die Babydecke, es gehört noch mindestens ein Streifen dazu. Ich glaube, 7 will ich machen oder 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, also ich hätte gern 6 Streifen. Einen würde ich gerne noch dazugeben. Es kann sein, dass ich dann sogar wirklich noch einen zweiten Strang, also einen vierten Strang, ich habe genug Wolle, auch noch wickeln muss. Ja, ist eine Babydecke, wächst. Aber sie wächst. Und sie ist super, das letzte Mal habe ich es euch gezeigt. Ich kann sogar sagen, wo ich euch das letzte Mal gezeigt habe, wo ich war. Also ich habe nicht extrem viel gestrickt. Letztes Mal habt ihr es gesehen, da war ich hier. Also da habe ich bis zur Mitte das alles gestrickt. Und jetzt habe ich eigentlich nur ungefähr einen Streifen gemacht. Aber bei über 600 Maschen ist das eigentlich auch schon sehr viel. Eventuell ist sie das nächste Mal fertig. Ich verspreche hier gar nichts. Nicht voilà von der Kamera. Aber super schönes Projekt, habe ich dann einfach aufhören müssen in Schottland, weil mir die Wolle ausgegangen ist. Ich habe noch gedacht, na, soll ich noch einen Strang wickeln und mitnehmen? Nein, die werde ich eh nicht brauchen. Ja genau, und dann ist mir natürlich die Wolle ausgegangen. Bei 2 Kilo Wolle, die ich gekauft habe, ist mir die Wolle ausgegangen. Das ist echt, das ist ein Schmäh für sich. So, das habe ich gerade auf den Nadeln und ich habe auch einiges fertig bekommen. Und da gehe ich gleich zu dem, was ich in Schottland gestrickt habe. Also ich habe auf dem Weg nach Leipzig eine Anleitung angefangen. Wie kann man nur so süß sein? Ja, er liegt da und schnurrt. Er liegt in meiner Wolle. So, ja, vor ein paar Jahren, so, wo war ich? Wer war sei? Ich habe mir schnell was geholt. Also, vor ein paar Jahren in Schottland habe ich mir eine Haube gekauft, und zwar diese hier, die ich sehr, sehr mag, die sehr wonky ist und sehr warm. Wonky groß. So schaut die aus. Ich mag die eigentlich sehr gern. Ist super. Und ich wollte die einfach vom Stil her nachstricken. Das heißt, mein Ziel war, eine relativ große Haube zu stricken, die so ein bisschen schlumpfig ist. Und ja, das heißt, ich hatte diese Haube als Vorlage mit einem Zopfmuster.
Und die Theresa war so lieb und hat mir geholfen beim Ausrechnen, wie ich denn anschlagen soll, womit ich anschlagen soll, weil ich habe gewusst, ich möchte unbedingt die Wolle von der lieben Katharina verwenden. Katinchen Jans, die hat mir einen Strang Tweedy Decay geschenkt. Das ist der Rest, der jetzt noch über ist. Und mit dem habe ich angeschlagen. Peridot ist die Farbe. Ich bin, lustigerweise steht mir grün, ich bin kein Grünmensch. Ich finde die Wolle großartig. So, habe damit angeschlagen, habe das angefangen zu stricken, hat mir super gut gefallen und habe auch festgestellt, ich möchte noch eine Nadelstärke raufgehen und ich möchte mehr Fluff haben. Weshalb ich dann bei der Katharina einen wunderschönen passenden Fluff gekauft habe. Nicht die gleiche Farbe, also das ist Peridot und das ist Summer Tree. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht. Sie hat eine Tree Selection, also vier Jahreszeiten praktisch, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und ich habe eben den Sommer gekauft. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da ist rosa, gelb, blau, violett drinnen. Wunderschön. Ich liebe diesen Fluff. Unendlich großartig. So, habe dann in Leipzig nochmal angefangen und habe angeschlagen, ich glaube mit 4,5 mm Nadeln oder 5 mm Nadeln. Das steht eh alles hinten in den Shownotes dann nochmal drinnen. Ihr findet übrigens auch die Shownotes immer ganz genau aufgelistet und auch eigentlich super gut verlinkt auf Ravelry in meiner Gruppe Sissi will Wolle. Und ich habe auch immer wieder Bilder, ich poste auch immer wieder Bilder von meinen Projekten oder was ich gerade mache auf Instagram. Dort findet ihr mich und mit Unterstrich, Trochilita Unterstrich. Ich glaube mittlerweile, wenn ihr Sissi will Wolle eingebt, findet ihr mich auch dort. Aber sonst bin ich eben auf Instagram auch mit ein paar Fotos vertreten. Meistens Bilder von meinen Katzen oder von meinem Gestrick. So, was habe ich gemacht? Ich habe mir einfach überlegt, beziehungsweise Theresa hat mir geholfen zu überlegen, wie viele Maschen ich brauche. Ich habe die Maschenanzahl angeschlagen und dann dieses Muster gestrickt. Das habe ich eigentlich von der Haube einfach nur abgeschaut oder wir haben es gemeinsam abgeschaut mit einem kurzen Rippchen, also wirklich nicht lang. Dann ein Zopfmuster und in einer bestimmten Länge habe ich dann abgenommen. So, ich wollte eine Slouchy Head, also ich wollte eigentlich eine Schlumpfhaube haben, die relativ lang runterhängt. Das ist sie nicht geworden. Ich hätte sie länger stricken müssen. Also ich hätte auf jeden Fall sicher noch einmal 5 cm dran stricken müssen, damit sie runterhängt. Aber, ups, ich gebe mal kurz die Spanne runter. Aber die Haube passt super gut. Also sie ist nicht zu weit, sie ist überhaupt nicht, also definitiv nicht zu eng. Und ich kann sie auch, also ich kann sie entweder wirklich als Beanie tragen, also wirklich schön über die Ohren. Über die Ohren geht sie eigentlich gut drüber. Da sieht man vielleicht schön. Über die Ohren geht sie schön drüber, von der Länge her. Und wenn ich sie nicht so über der Stirn haben möchte, weil in Schottland habe ich es dann trotzdem getragen, aber nicht auf der Stirn, weil da wollte ich es nicht zu warm haben, dann habe ich es eher so getragen und das geht auch. Sie ist halt nicht wirklich slouchy. Also für mehr runterhängen hätte ich sie einfach länger stricken müssen. Ich könnte sie theoretisch nochmal aufmachen und nochmal länger stricken, weil das ist eben das, was ich noch über habe. Das wird sich super gut ausgehen, aber ich habe keine Lust. Weil auftrennen und so mit Mohair, nö. Nachdem ich die Haube fertig hatte, ich lasse jetzt mal ein bisschen auf, nachdem ich die Haube fertig hatte, habe ich dann beschlossen, ich möchte noch Handstulpen haben, also fingerlose Mittens. Und fingerlos deswegen, weil ich einfach keine Finger stricken wollte. Toll. Und wo gehört jetzt da was hin? Wo ist oben und unten? Kurz überlegen, da ist unten. Und dann habe ich einfach mit dem gleichen Muster mir ein bisschen überlegt, wie, also das war praktisch meine Maschenprobe, wie viele Maschen habe ich. Ich habe ehrlich gesagt einfach meine Haube genommen. Ich habe die Haube genommen. Ich habe sie um meine Hand gelegt und so lang gezogen, bis ich das Gefühl hatte, so ungefähr soll es auf meiner Hand liegen und dann habe ich abgezählt. Also das war meine Maschenprobe. Genau. Und so schaut das Ganze fertig aus. Also ein Zopfmuster vorne. An der Handfläche habe ich einfach nur Rippchen gemacht. Und in dem Fall der Daumen ist kein Daumen. Also ich habe keinen Zwickel gemacht, sondern ich habe einfach nur eine Art, wenn man möchte, ein Knopfloch gestrickt. Wenn ich da mal das sieht, da einfach nur in den... Oh Gott, es ist zu warm. In der Wohnung ist es zu warm. Hier einfach nur ein Loch hineingestrickt, das heißt bis zu dem Punkt in Runden, dann ab hier sozusagen flach
immer bis zur Kante und dann ab einem gewissen Punkt wieder weiter in Runden gestrickt. Das ist die ganze Hexerei. Ich habe für eine Handstulpe einen Tag gebraucht. Also das ist irrsinnig schnell gegangen. Das war gar kein Stress. Was mir so gut gefällt, und das möchte ich jetzt herzeigen, wenn ich jetzt die Haube noch slouchy gemacht hätte, also noch ein bisschen größer gestrickt hätte, oder die Handschuhe vielleicht zum Beispiel ein bisschen länger, ich wäre auf jeden Fall mit einem Wollknäuel ausgekommen. Also ohne Probleme kann ich ein so ein Set, Handstulpen und Haube, mit einem Knäuel, in dem Fall Tweedy Decay, stricken. Und das finde ich großartig. Also ich hab auf jeden Fall noch Spielraum, auch zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, er braucht eine größere Haube, er braucht ein bisschen mehr Maschen, das geht sich alles aus oder strickt lockerer. Kein Problem, ein Knäuel. Also das ist ein Rest, wo ich sage, das ist vertretbar, weil da ist Spielraum für eben ein bisschen länger oder ein bisschen mehr, aber ich habe nicht urviel Wolle über. Es ist mehr als genug, vor allem ich habe nicht gewusst, wie viel ich verwenden werde. Das finde ich total großartig. Natürlich vom Kids Silk habe ich wesentlich mehr über, da kann ich noch, das kommt noch in Projekte hinein, da ist viel mehr über, weil das hat ja auch mehr Laufmeter als die Decay. Ich glaube, die Decay hat ungefähr 200 Laufmeter, 230 und die Kid Lace hat 420 oder 400 Laufmeter. Also deswegen ist okay, dass ich da so viel über habe, aber das ist, finde ich, ein wirklich vertretbarer Rest, vor allem wenn ich sage, ich möchte damit ein ganzes Set stricken. Also ein Set, Haube und Mittens geht sich mit einem Decay-Strang problemlos aus. Und das finde ich großartig. Und da komme ich jetzt schon zum nächsten Projekt, das ich fertig gestrickt habe. Nehme ich meinen Bobbleshawl. Ja, ich habe heute die ganze Zeit Haare im Gesicht. Mein Bobbleshawl, der da fertig ist und wunderschön. Ich bin urhappy. Er ist wirklich hübsch. Ich habe ihn die ganze Zeit jetzt in Schottland getragen und auch in Leipzig. Ja, Schnaufer. Ich weiß, es tut mir leid, ihr hört das nicht, aber der Kater neben mir die ganze Zeit zufriedenes Schnaufen. Er ist glücklich, dass er neben mir in Wolle liegen kann und schlaft. Der lenkt mich total ab. Ich höre nämlich die ganze Zeit. Entschuldigung. So, wieder zurück zum Gestricke. Also das ist mein Gestricke. Das ist der Bobbleshawl von der Andrea Mori in einem Set, das ich bei La Bure Amie gekauft habe, mit Wolle von La Bure Amie und Magpie Fiber. Und die Anleitung war super nett, hat mir Spaß gemacht, ist eigentlich also nicht, also schwer, was ist schon schwer? Alles in linke und rechte Maschen. Zweimal dieser Lesteil, der sich praktisch wiederholt, zweimal dieser Brioche-Teil, der sich wiederholt und am Schluss hat man einen Brioche-Lesteil mit Bobbles drinnen. Die, glaube ich, verkehrt sind. Also da seht ihr die, ich finde, das schaut super schön aus. Mal schauen, wie es bei euch ausschaut. Schaut super schön aus. Und die Bobbles auf der anderen Seite, also irgendwie sind die verkehrt, glaube ich. Ich habe sie aber nach Anleitung gemacht. Also das prinzipiell stimmt das so, wie das in der Anleitung ist. Ja, vorne schauen sie so aus. Seht ihr das? Bin nicht sicher. Da sind diese Bobbles. Und die kommen da nicht raus, die kommen da raus. Also fragt mich nicht, was man soll es angeblich auf der verkehrten Seite machen, dann kommt es auf der richtigen Seite raus. Aber auf der Anleitung steht, dass es auf der richtigen... Ich habe es gemacht, wie es auf der Anleitung ist. Tatsächlich ist es mir insofern wurscht, weil man es, wenn ich es so trage, eh nicht sieht. Da muss man so hinkommen und reinschauen. Macht ja keiner. Also was mir sehr gut gefällt, ist eben, wie sich diese Wolle geblockt hat, dass diese Spitzen so schön rauskommen. Und zum Stricken war es eigentlich auch sehr angenehm. Es hat irrsinnig geschaffelt nach dem Waschen. Was sehr interessant war, ist, dass das Rosa eigentlich stark ausgeblutet hat. Also wirklich stark, finde ich, ausgeblutet hat. Ist aber nicht, ich habe drei Farbtücher, also ich habe es im Waschbecken gewaschen, ich habe drei Farbfänger hineingeschmissen, weil ich gleich gemerkt habe, das wird alles rosa. Und es ist Gott sei Dank nicht in den Lesteil hineingegangen. Wenn es ein bisschen im Brioche drinnen ist, man sieht es fast nicht, weil das ist eh nebeneinander. In dem Bereich ist nichts drinnen. Was man vielleicht sieht, ich finde nämlich schon, ja, zum Thema soll man handgefärbte Wolle alternieren, weil es ist ja eh eigentlich egal. Nein, es ist nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das eben seht. Ich habe ungefähr hier, da, den zweiten Strang La Bure Amie angefangen. Und der ist stärker gespeckelt als der erste, finde ich. Da ist der erste Strang, das weiße ist La Bure Amie.
Und da unten im Lesteil schaut das irgendwie stärker gespeckelt aus. Für den Schal völlig egal. Bei einem Pullover, wo die Stränge natürlich nebeneinander wären, wäre das ein Problem, weil da würde man wirklich sehen, dass die erste Hälfte weniger gespeckelt ist und dann die zweite Hälfte, wo der Strang anfängt, auf einmal viel mehr. Also so gesehen, wurscht. Ich habe das eben als Kit gekauft, weil bei Amy über die Homepage konnte man das als Set kaufen für den Bobbleshawl. Und jetzt ist das, worüber ich mich eigentlich ärgere. Das Ganze ist nicht besonders günstig, weil handgefärbte Wolle, was voll okay ist, was für mich auch in Ordnung ist, das ist ja das ist etwas, was ich ja unterstütze, weshalb ich auch handgefärbte Wolle kaufe, weil ich weiß, da ist eben das Handwerk dahinter und da nimmt man sich eben besonders viel Zeit. Das finde ich super. Was mich stört ist, dass ich das überhabe. Das ist, was mir übergeblieben ist aus 4 Strängen Wolle. Das ist zu viel. Das ist praktisch komplett. Das ist auch mehr als die Hälfte. Und von dem ist auch urviel über. Das heißt, ich kann damit noch einmal einen kompletten Schal stricken. Locker. Ganz sicher. Ich habe es noch nicht abgewogen auf meiner Projektseite. Findet ihr dann die genauen Details, wie viel Wolle ich überhabe. Das habe ich noch nicht gemacht, wie viel das jetzt wirklich ist. Also in Gramm. Dann seht ihr auch die Lauflänge. Was super ist, weil ich daraus dann eben errechnen kann, wie viel Wolle ich noch habe für ein weiteres Projekt. Was mich einfach hier wirklich stört, dass so viel übergeblieben ist, dass ich praktisch damit nochmal einen kompletten Schal stricken könnte. Und das ist der Punkt, das mache ich nicht, weil ich habe doch schon in den gleichen Farben einen Schal. Da stricke ich nicht noch einmal einen Schal in den gleichen Farben. Das interessiert mich einfach nicht. Ich habe doch schon was in dem. Ja. Was ich jetzt damit mache, weiß ich noch nicht. Ich habe mir jetzt überlegt, eventuell aus dem Muster von der Spitze, also aus diesem Brioche-Lace, aus dem hier, mir dieses Muster herzunehmen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, und es für eine Haube vielleicht zu verwenden, dass ich dann praktisch in den gleichen Farben, in der gleichen Wolle, passend zum Schal eine Haube habe. Das wäre eine Idee. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das wirklich überlege, aber das ist jetzt einmal momentan das, was mir eingefallen wäre. Ich finde die Wolle wunderschön, mir gefällt das irrsinnig gut. Das ist nicht mein Ton, ja, zum Beispiel. Was mache ich damit? Also, als zweite Farbe ja, aber das ist ein Single. Das heißt, damit kann ich eigentlich auch kein Colorwork wirklich machen. Also, geht schon, aber... Ja, damit... Also das habe ich auch besprochen, das ist etwas, was mich ein bisschen stört, weil da hätten 2x50 Gramm mehr als gereicht und 150 Gramm von dem hätten wahrscheinlich auch gereicht und dann wäre ich auch mit dem Schal zurechtgekommen. Also wenn ihr zum Beispiel eben jetzt überlegt, dass ihr euch selber einen Schal stricken möchtet oder zum Beispiel auch das Bobbles Design, also es hätte auch zweifärbig auf jeden Fall gereicht. Dann hätte ich den mittleren Teil zum Beispiel, hätte man gar nicht in einer dritten Farbe machen müssen. Ich meine, schaut natürlich super nett aus, ja. Ist aber prinzipiell einfach nicht notwendig, ich halte ihn verkehrt rum, ist nicht notwendig. Das heißt, wenn der mittlere Streifen auch wieder in dem gleichen Bärenton oder halt, dass das nur zwei Farben hat, geht genauso, dann spart man sich schon mal einen Strang. Und wenn man sagt, man hat eben so 50, also ihr könnt das mit Resten stricken, das will ich damit sagen. Ihr braucht nicht komplette Stränge dafür. Schaut euch die Projektseiten immer genau an, wie viel verwendet wurde, wie viel Wolle wirklich in das Projekt geflossen ist, damit ihr dann auch einschätzen könnt, habe ich genug Wolle? Brauche ich überhaupt so viel Wolle? Man kann ja theoretisch auch ein paar Reihen weglassen, wenn man merkt, die Wolle geht aus. Reverie mit der Datenbank ist da wirklich ein Traum. Ja, also das ist, ich liebe es. Das ist wirklich, wirklich super. Ich nutze das noch viel zu wenig, aber nachdem ich jetzt immer genau eingebe, wie viel Wolle ich eben verwendet habe und wie viel Wolle ich noch überhabe, ist das für mich jetzt langsam, beginnt es irgendwie übersichtlich zu werden, damit ich auch weiß, okay, ich habe jetzt noch das und das an Wolle, was kann ich da, für welches Projekt kann ich es verwenden, reicht mir das für ein Projekt? Es hat übrigens sehr, sehr gut funktioniert eigentlich, da ist mir wirklich auf dem letzten Millimeter die Wolle ausgegangen, wenn ihr euch erinnern könnt, für die Switcher gleich Dumperhandstulpen. Das war perfekt, weil da habe ich gewusst, okay, so viel Wolle habe ich verwendet und wenn ich sie nicht eine Nummer größer gestrickt hätte, wäre es sich auch genau ausgegangen und ich habe eigentlich wirklich Wolle aufgebraucht und das finde ich irgendwie geschmeidiger. Ja, zu meinem letzten fertigen Projekt, und da habe ich ja eigentlich nur Resteln verstrickt, und auf dieses Projekt bin ich eigentlich sehr, sehr stolz, Schlafkatze, sind meine Sock Madness Socken von Runde 2, die ich da genannt habe
Quirrell's Blabber. Für jene, die Harry Potter-Fans sind, Quirrell, der Lehrer von Harry Potter aus dem ersten Teil, Verteidigung gegen die dunklen Künste, der dann ja natürlich befallen ist von Lord Voldemort. Und wieso ich die Socken so genannt habe, weil das Pattern, also die Anleitung heißt Echoes from a Transylvanian Forest. Und wenn man die Geschichte kennt, weiß man, dass Quirrell in Transsilvanien war und dort Voldemort gefunden hat und dann zurückgekommen ist nach Hogwarts und ja, sozusagen befallen war. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Socken. Also, mehrfärbig gestrickt. Ich bin eigentlich unendlich happy und stolz. Und zwar, ich bin deshalb unendlich happy und stolz, weil sie passen. Das ist so, so cool. Sie sind nicht nur fertig, sie sind nicht nur toll, sondern sie passen auf meinen Fuß. Und das ist bei zwei färbig gestrickten Socken nicht selbstverständlich. 2,5 mm Nadeln, also eigentlich das, was ich normalerweise habe, aber 72 Maschen, das heißt 12 Maschen mehr als bei einem glatt rechts gestrickten Socken. In Deutschland sagt man Stino-Socken, in England sagt man Vanillasocken, glatt rechts gestrickte Socken. Das ist eben das Muster. Es kommt nicht super gut raus. Ich habe das letztes Mal schon mit dem Schwarz-Weiß-Foto gezeigt, aber man sieht es, finde ich, gut genug. Und ich finde vor allem, die Farben passen perfekt zu Quirrell. Deswegen eher. Ich zeige euch jetzt noch die Innenseite. Ich habe noch nicht die Fäden vernäht. Das zu verzeihen, bitte. Aber ich zeige euch die Innenseite deswegen, damit ihr meine Spannfäden sehen könnt. Ja, das sind einige. Mein lieber Kater oder meine liebe Katze, die da drüben schläft, haben es geschafft, mir vor der letzten Wiederholung vom ersten Socken den Faden durchzubeißen. Garstige Viecher lassen meine Sachen normalerweise in Ruhe. Ich habe relativ wenige Fäden zu vernähen, weil man müsste ja theoretisch nach jedem Streifen einfach Farbe wechseln. Ich habe den Faden aber nicht abgeschnitten, sondern ich habe ihn ganz faul, wie ich bin, mitgeführt. Seht ihr das? Ups. Wo steht das? Da ist das. Da habe ich den Faden immer mitgeführt. Das heißt eingewoben. Ich habe nur deshalb dann doch mehrere Fäden, weil mir zwischendurch die Wolle einfach ausgegangen ist. Also die Wolle, mit der ich gestrickt habe, ist Hedgehog Fiber Monarch. Hedgehog Fiber Monarch. Die habe ich halt in so kleinen Knäueln, weil die habe ich geschenkt bekommen von der lieben Michi. Und die hat sie vorher schon einmal verstrickt gehabt und hat ihr keinen Spaß gemacht und dann hat sie sie mir gegeben, was ich unlieb gefunden habe. Dann hatte ich noch einen Rest von meiner Pussy Hat von Dye My Style in Merino. Da ist kein Sockenanteil drin, das ist 100% Merino, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann habe ich noch von einem Teststrick, das ich hatte, auch eine Dye My Style Wolle in Socke. In der Farbe Aubergine, Pink und eben Hedgehog Fiber Monarch. Das war meine Kombination. Und von den Resten habe ich immer noch so viel über. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich nicht sogar mit einer Farbe... Eine Farbe wäre sich wahrscheinlich für beide Socken nicht ausgegangen, habe ich aber nicht gewusst. Deswegen, also habe ich befürchtet, weil das habe ich mit dem Testprojekten mir angeschaut und wie viel Wolle bräuchte man von der Kontrastfarbe und das war zu wenig, weil ich wollte nur die dunkle nehmen oder nur die rosene. Das war eben zu wenig und deswegen habe ich das dann abgewechselt. Jetzt habe ich immer noch was über, aber ja, das verwende ich halt für Colorwork, für irgendwas drinnen. Das sind halt solche Resteln. Oder ich verschenke sie dann an jemanden, der eine Granny Stripe macht gerade, das weiß ich auch. Von dem habe ich noch mehr als genug von der Hedgehog Fiber, da kann ich noch ein Projekt, zwei Projekte stricken. So schauen sie eben aus. Meine Spannfäden schauen so aus und über die bin ich auch super, super glücklich. Ich habe, wie gesagt, wirklich Spannfäden gemacht und das Lustige ist, wenn man die Spannfäden wirklich nicht dauernd einwebt, sondern sie einfach drüber laufen lässt, was bei dem Muster sehr gut geht, weil es nie mehr als 4 Maschen hat, dann sieht man das Muster. Das schaut urcool aus. Ich bin unglücklich. Also, die haben einwandfrei funktioniert, sie passen über meinen Fuß, was mich eben super freut. Sie sind sehr kuschelig, sie sind sehr warm dadurch, nicht zu dick, einfach zweischichtig sozusagen. Und ja, für meine ersten durchgehenden Colorwork-Socken bin ich sehr glücklich. Ein super schönes, fertiges Projekt. Ich muss nur noch die Fäden vernähen. Lass mal das mit den Fäden vernähen, das ist langweilig, ich mag das nicht, das ist doof. So. Das ist das, was ich auf den Nadeln habe, das ist das, was ich gerade gestrickt habe, das ist für die letzten 2 Wochen, was fertig ist. Und jetzt komme ich noch zum wichtigsten Punkt. Was machen wir in der nächsten Zeit? Nämlich
wir, und ich hoffe, du bist mit dabei, beim Knit-Along für die Pride Parade, die am 15. Juni stattfinden wird in Wien. Wir haben heuer die Euro Pride in Wien, was ein super großes Event wird, und ich freue mich schon irrsinnig, dass ich dabei sein darf. Und ich möchte mir ein Sommertop dafür stricken. Ich habe die Wolle noch nicht. Oh. Ich habe mir schon ein Design ausgesucht. Ich werde es einblenden. Ich habe jetzt völlig vergessen, nachzuschauen, wie es heißt. Ich werde es einblenden. Das möchte ich eigentlich stricken, das ist zumindest momentan der Plan, und Wolle hätte ich mir schon überlegt, ich muss jetzt noch schauen, ob ich die bekomme und wann ich die bekomme, deswegen möchte ich jetzt nicht zu viel darüber reden, aber über den Knit-Along kann ich reden. Der startet jetzt, heute, hier, sofort. Du kannst mitmachen, du kannst anschlagen, du sollst starten. Wir haben schon ein bisschen begonnen, darüber zu plaudern in der Reverie-Gruppe. Und es geht darum, ein Sommertop zu stricken, eben für die Pride Parade, das heißt, du hast jetzt praktisch gute 1,5 Monate Zeit. Also den ganzen Mai und die 2 Wochen vom Juni. Also bis zur Parade solltest du fertig werden mit deinem Top. Und es geht eben darum, ein Sommertop zu stricken in Farben, wie du möchtest. Heißen tut der Knit-Along Regenbogenkarl. Einfach deswegen, weil die Pride, das Zeichen für die Pride, für die Regenbogenparade ist eben der Regenbogen. Prinzipiell der 6-farbige Regenbogen, aber es gibt natürlich ganz unterschiedliche Regenbogenflaggen. Da gibt es auch schon einige Posts dazu, eben in dem Chatter-Thread, also in dem Geplauder. In den Geplauder-Thread, den ich eröffnet habe, schau einfach dort hinein, schau vorbei, informiere dich ein bisschen. Und es geht eben darum, das Sommertop zu stricken in bunt, aber du kannst natürlich auch was Einfärbiges machen. Du darfst und sollst jetzt starten, nicht nur stricken, Horst, natürlich auch häkeln. Ein paar wollen was häkeln, das geht ganz, ganz genauso. Es soll einfach nur ein Sommertop sein, ich möchte auch vom Design überhaupt nichts vorgeben, von den Farben. Wenn du es in Regenbogenfarben machst, umso schöner. Wenn du mitstricken magst oder mithäkeln magst, aber nicht zur Parade kommst, auch voll okay, mach mit, sei dabei, der Sommer steht vor der Tür, jetzt ist die richtige Zeit, sich einen Sommertop zu stricken, zu häkeln, zu fertigen. Und ich möchte es eben auf der Parade tragen, deswegen ist die Deadline der 15. Juni und bis dahin geht das Gestricke. Ich werde hoffentlich nächstes Mal anschlagen, theoretisch hätte ich ja auch diese Wolle, dann muss ich mir aber ein anderes Design suchen, für das habe ich mir noch kein Design gesucht, deswegen ich bin noch ein bisschen am Suchen. Ich starte ja immer ein bisschen später. Ich werde zwar rechtzeitig fertig, aber ich starte immer ein bisschen später rein. Das ist aber, wie gesagt, kein Problem. Ihr dürft jederzeit einsteigen. Ihr dürft auch mehrere Sachen stricken. Wenn ihr 2 Tops macht, noch besser. Oh, super. Es gibt schon ganz viele Ideen eben in diesem... Es tut mir leid, wenn ihr das Gehupe hört, da kann ich nichts dagegen tun. Es gibt ganz viele Ideen bereits in dem Thread und ich werde so Anfang Juni ungefähr dann auch einen Finished Object Thread eröffnen und da wird es dann auch eine kleine Verlosung geben. Was verlost wird, weiß ich noch nicht, das habe ich mir noch nicht überlegt, aber ich möchte euren Einsatz auch immer honorieren, weil ich freue mich wirklich immer sehr, wenn ihr mit mir gemeinsam etwas fertigt, strickt, wir uns gegenseitig anfeuern, motivieren. Wenn ihr aktiv im Thread einfach Sachen postet und Anleitungen hineingibt, weil jeder hat auch einen anderen Zugang dazu. Es gibt auf Reverie auch ganz viele Gratis-Anleitungen, also es muss keine Kaufanleitung sein. Jemand hat einen Susanne Sommer-Top gepostet, dass sie stricken möchte. Katharina hat auf jeden Fall zum Beispiel, und das finde ich urgroßartig, ein Regenbogen-Miniset gefärbt mit Grau in Kombination, was uredel ausschaut. Also wenn ihr was mit Regenbogenfarben machen wollt, und das finde ich nämlich großartig, das sind dann nicht 5x oder 6x 100 Gramm Stränge, sondern das sind, ich glaube, 20 oder 50 Gramm Stränge, ich glaube 20 Gramm Stränge, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, also Mini-Stränge, die mit Grau kombiniert werden können, perfekt. Das finde ich, da haben wir drüber geredet, das finde ich einfach super, da kann man den Regenbogen hineinstricken und hat dann nicht 30.000 Millionen Gramm Wolle über. Also, da gibt es zum Beispiel schon jemanden, der für diesen Regenbogenkarl praktisch gefärbt hätte. Ich hoffe, dass der Dirk auch noch etwas färbt von Dimer Style. Und der hat nämlich auch gerade eine super schöne Sommerqualität mit Baumwolle und Seide drinnen, was ein bisschen luftiger ist und auch gleichzeitig ein bisschen mehr hängt. Ja? Das heißt, es hängt sich auch leichter aus, ist aber auch gleichzeitig ein bisschen angenehmer für den Sommer zu tragen. Da hoffe ich noch auf Wolle, deswegen weiß ich noch nicht hundertprozentig, was es wird, weil ich habe noch keine Farben gesehen. Und ja, das ist der Regenbogenkarl. Da macht's doch bitte mit. Start ab heute, dem 28. April. Es geht bis zum 15. Juni. Parallel veranstalten die Queermaschen in Wien einen Square-Along, an dem ich auch teilnehmen werde. Und ihr findet alle Informationen zu diesem Square-Along auch auf Reverie und auf der Homepage, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Ihr könnt, sollt, dürft mitmachen. Häkeln, stricken,
Knüpfen, Weben, was auch immer. Macht's Fleckern, macht's Kreise, macht's Hexagons, macht's Blumen. Ich werde wahrscheinlich Blumen häkeln. Und ich habe zum Beispiel auch so eine schöne Baumwolle, mit der ich das eventuell machen möchte. Also wirklich was ganz was Buntes oder sowas. Das bietet sich natürlich super an. Ich bin ja kein Baumwoll-Fan. Fürs Häkeln geht's für mich. Für ein ganzes Top mache ich das sicher nicht. Aber eben für so ein paar Squares, die sich wirklich schnell verarbeiten lassen, ist das perfekt. Und ich werde auf jeden Fall nächstes Mal noch genau über diesen Squirrelong sprechen, wenn nämlich die Quirmaschen bei mir auf der Couch zu Gast sein werden, worauf ich mich total freue. Also nächstes Mal gibt es noch einmal ein Special zur der Pride Parade, zur Yarn Pride vor allem und zu den ganzen Daten und Terminen, die es da geben wird in der Zeit vom Juni, weil da fällt so viel hinein, auch unter anderem der Worldwide mit dem Public Day. Als Wienerin freue ich mich einfach umso mehr, heuer dabei sein zu können und mit den Quirmaschen gemeinsam auf die Parade gehen zu dürfen. Und wie gesagt, da gibt es auch ein paar Events, jarnige Events, wollige Events, die hier parallel laufen. Ganz viel Information findet ihr dazu auf der Homepage, beziehungsweise ich blende das alles noch einmal ein und verlinke es natürlich in den Shownotes, beziehungsweise eben auf Ravelry. Vorbeischauen. Viele Knit-Alongs, gemeinsames Stricken, macht einfach am meisten Spaß. Ich hoffe sehr, dass ihr euch beteiligt an meinem Regenbogen-Karl, beziehungsweise dass ihr bei der Aktion von den Queermaschen beim Square-Along dabei seid. Wie gesagt, wenn ihr auch noch Fragen habt, schreibt es uns bitte einfach in die Shownotes, wenn ich zu schnell, also unter die Shownotes in die Kommentare, wenn ich zu schnell war. Ich freue mich irrsinnig über einen Daumen hoch von euch, weil das bekommen dann auch andere zu sehen und dann werden meine Videos natürlich auch empfohlen, was ich schön finde. Und wenn ihr mir ein Abo da lasst, freue ich mich noch umso mehr, weil dann sehe ich einfach, dass es euch gefällt. Das ist einfach schön. Ich freue mich, wenn ihr euch freut. Und auch dann werden meine Videos nämlich weiterempfohlen und es können andere leichter zu diesem Kanal finden, was mich einfach freuen würde, noch mehr von euch zu erreichen und hoffentlich mit noch mehr von euch gemeinsam zu stricken, über die Projekte zu sprechen, mich mit euch auszutauschen, meine Wolle zu teilen. Oh mein Gott, so viel Wolle. Ich probiere es. Also ungefähr, und die Hälfte davon liegt noch auf dem Loki, also Wolle, ich bin glücklich. Ich hoffe, ihr seid auch glücklich und wir sehen einander wieder in 2 Wochen, wenn es heißt, oh Gott, bei mir auf der Couch zu Gast die Quirmaschen mit Sissi will heulen. Ich wünsche euch was. Tschüss, Bussi, Baba. Have you made your great escape? Some may say we are haunted, and all our needs are for no shame.